Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play, zu meinem ersten Let's Play von Assassin's Creed 3. Ich habe übrigens jetzt gerade eben auf die neueste Version 1.04 aktualisiert. Keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat, aber naja. Wollen wir mal anfangen. Das gab es schon beim vorletzten Update. Ist das eigentlich? Nee, das wollen wir jetzt nicht. Ich habe übrigens schon mit dem Spiel angefangen. Ich bin jetzt schon eigentlich bei 43%. Ich habe eigentlich ein bisschen lange da dran gespielt schon. Fast 32 Stunden. Ach du Schande. Gut. Also, neuen Spielstand erstellen. Fertig. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Wir haben ihn alle überlebt. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel. Und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles. Und er führte uns zum Ende. Okay. Naja. Bisschen melodramatisch, oder? Wir
sind da. Gehen wir. Also los. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Und endlich kann ich rennen. Juhu, Freiheit! Ich glaube, wir sind da. Ja, Science Fiction, wir kommen. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Ah, das schon wieder. Und... Desmond? Kannst du uns hören? Ja, was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen.
solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Ein grünes Symbol steht für einen Zielort oder eine Interaktion. Gut, wusste ich schon, aber naja. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Klar doch. Ist doch ein Klacks für mich. Oder den nicht, Chefin. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Der Grund, warum ich übrigens mit dem Let's Play für Assassin's Creed 3 angefangen habe, ist, dass ich mit dem Spiel ja schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, angefangen habe. Und dann habe ich nach einem Let's Play gesucht, wo mir die diversen Lösungsvorschläge für die optionalen Ziele angezeigt wurden. Und da gab es dann beim speziellen Level zwar auch Let's Plays, aber da wurden die optionalen Ziele nicht geschafft. Sie wurden da ignoriert und deswegen dachte ich mir, machst du einfach mal ein Let's Play, wo du möglichst alle optionalen Ziele schaffst. Also los. Für einen Luftattentat X drücken. Ich weiß nicht, wie es bei der Tastatur ist, keine Ahnung. Oh. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Somit hätten wir das erstmal geschafft. Sir. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Okay. Das war es jetzt erstmal mit dem ersten Level.
Ich kümmere mich gleich noch um das zweite und wir sehen uns dann gleich. Wenn ihr Lust habt, dann wartet doch dieses nette kleine Let's Play hier. Lasst meinetwegen einen Kommentar drunter stehen. Wenn es unbedingt sein muss, dann könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr auch den, dann wisst ihr wenigstens, wann die nächsten Let's Plays und Let's Talks und so weiter von mir hochgeladen sind. Gut. Bis dann. Ciao.